Hallo Freunde, heute brauche ich etwas Schnelles und Leckeres. Der Rosinenkuchen mit viel Buttermilch ist dafür genau richtig. Viel Spaß beim Anschauen, Nachbereiten und Genießen. Dafür verrühre ich 3 Eier und den Zucker in der Schüssel. Circa halbe Minute lang. Jetzt gebe ich hier Buttermilch dazu. Und 50 Gramm Butter habe ich in der Pfanne erwärmt. Es ist nicht sehr heiß. Nur ein bisschen warm. Auch noch kurz einrühren. Hoppa! In das Mehl rühre ich einen Esslöffel Backpulver hinein und rühre das nun hier in den Teig hinein, nach und nach, nicht alles auf einmal. Jetzt gebe ich hier nur noch die Rosinen oder Sultaninen hinein, zwischen 100 und 150 Gramm. So. Und jetzt nicht mehr mit dem Mixer, sondern mit einem Löffel die einrühren. Und schon ist der Teig fertig. Meine Backform habe ich mit Butter eingepinselt bis oben hin. Das hat einen Durchmesser von 29 cm und hier 10 cm. Der Teig kommt nun hier hinein. Der Backofen heizt vor auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Und wenn es aufgeheizt ist, kommt es in den Backofen. Ich löse ihn jetzt mit einem scharfen Messer vom Rand. Dabei ist er schon so gut wie gelöst, merkt man. Und nun lasse ich ihn auskühlen, dann etwas Puderzucker drüber und dann kann man ihn genießen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen und einen guten Appetit. Bis zum nächsten Video, eure Xenia.